Hallo und willkommen zum Teambuilding in der NPBL Season 6 am Spieltag, ich glaube 9 gegen Pock Galaxy. Sein Team Isotop? Ich glaube, ja, Isotop ist richtig, sehr schön. Also, wir gehen einmal ganz schnell kurz aufs Team ein. Einmal ganz grob. Das ist erstmal ein Sand-Team mit Stalobor, Hippo und Lectragon. Also hat alles, was man für Sand braucht, gepickt. Dann läuft dann Sibuna rum, das super schnell ist. Das ist ein bisschen problematisch. Milotic ist ein guter Bulky Water. Lavados ist in dem Team ein bisschen fehl am Platz, aber es kann auf jeden Fall was machen. Problem mit Lavados ist halt die Jox-Schwäche plus im Sand nimmst du auch Damage. Also, ne? Also mehr als einmal reinwechseln ist nicht, wenn der keine Boots mehr hat. Leider habe ich kein Team, mit dem ich die Boots von dem Ding runterschlagen kann. Ich könnte Knockoff auf Crawdon spielen, aber wechseln mal einen Crawdon auf den Lavados rein, wäre schon ziemlich dumm. Ich meine, Lavados auf den Crawdon rein, wäre schon ziemlich dumm. Also, ich werde die Boots von dem Ding nicht runterbekommen, deswegen ist es in diesem Fall leider. Maybe kriege ich die Boots runter. Ich hab Knockoff auf Gatebreak, oder? Nee, habe ich nicht. Ich krieg die Boots nicht runter. Ist doof. Dafür können halt 5 von 6 meiner Mons das Ding einfach umboxen. Von daher, lol. alles super. So, auf den Einwechseln ist ein bisschen schwieriger, aber ich habe einen Heatran, also wird das schon. PZ tut halt weh. Auf PZ muss man immer ein bisschen aufpassen, weil so eine Tri-Attack, aua, die zwiebelt richtig. Der hat auch ordentlich Coverage und eine Agility, also ne, muss da aufpassen. Moruda ist, ja, er ist ein bisschen nervig, I guess, aber der ist halt easy handelbar, weil der halt super slow ist und ich habe halt 1 Million Möglichkeiten, seine Schwächen zu hitten. Giutesto sehe ich tatsächlich gegen mich. Ist ein Bulky Fighting Type. Bulky Fighting Types machen mir ein bisschen Probleme. Ja, der kann irgendwie Bulk Up setupen, eine Drain Punch reingehen und sowas. Also, kann der überhaupt Drain Punch? Ich weiß nicht, ob Giutesto Drain Punch kann. Ich glaube, Giutesto kann Drain Punch. Wäre mega weird, wenn nicht. Ansonsten, Jest Talk Set ist auch völlig fein. Jest Talk, Bulk Up und ein Fighting Move. Funktioniert einfach. Problem für ihn ist dann halt höchstens mein Ghost. Jellycent konnte ich in diesem Fall nicht mitbringen, deswegen habe ich ein bisschen Angst davor. Ich glaube nicht, dass er sowas macht, aber Giutesto sehe ich auf jeden Fall. Der kann auf jeden Fall einige meiner Mons ziemlich gut hitten und kann gut Hits wegstecken. Gerade gegen sowas wie Sieglinde und Bombesnow ist der eigentlich ganz solide. Und Pipi sehe ich tatsächlich auch ein bisschen. Ich habe 1 Million Steel-Types, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er es nicht mitbringt. Aber ich habe genug Sachen, die der ganz gut checken kann. Und ich habe auf meinen Mons, die normalerweise hitten, überall keinen Steel-Move. Ich habe auf dem ganzen Team keinen einzigen Steel-Move. Von daher, Pipi könnte was machen. Mal gucken. Ich glaube noch nicht ganz an ihn, aber es ist nicht ganz unmöglich. So, größtes Ding, was wir natürlich sehen, ist der Sandcore. Ich überlege halt gerade legitim, ob ich wieder Iron Head auf meinen Sandslash werfe. Komm, why not? Mach ich gleich. So, also wir fangen auf jeden Fall an mit Bombesnow. Bombesnow soll hier für uns den Hagel rausholen. Sekundärer Nebeneffekt davon, dass wir den Hagel rausholen, ist, dass wir den Sand wegmachen. Der Sand ist dann nicht mehr da, wenn wir den Hagel rausholen. Wir haben Heavy Duty Boots, um auf Rocks reinzukommen. Wir werden nämlich wahrscheinlich nicht dazu kommen, Hazards zu removen. Und er hat ziemlich reliable Möglichkeiten, diese Hazards zu legen. Mainly in Form von Vesprit. Hippo kriege ich gehandelt. Der möchte eigentlich gegen wenige Sachen wirklich Rocks legen. Er kann gegen einige Sachen Rocks legen, aber er möchte eigentlich gegen wenige. Ich sehe am primärsten Vesprit als Jox-Legefett und der wird auch sehr gut Jox legen können. Vesprit generell ein bisschen kritisch für mich. Der hat Coverage und ist einigermaßen schnell. Mit Base 80 ist er solide dabei, outspeedet viele meiner Sachen. Mit dem Scarf ist er sogar noch schneller. Und wegen der Coverage ist er ein bisschen problematisch. Aber der kann dann auch Jox legen und das ist ziemlich reliable. Die kann ich nicht einfach vorher taunten. Könnte ich mit Kobalium oder mit Quillfish, aber Quillfish steigt zu einem Psychic Move und Kobalium hat andere Aufgaben. Und Quillfish ist auch gar nicht dabei, deswegen. Also, ne? Auf für Bombesnow spielen wir Leafstorm, Blizzard, Aurora Veil, Giga Drain. Ding mit Abomasnow ist, ich möchte erstens nicht von Scald Burns gekrippelt werden. Das wäre mir so unangenehm, weil der kommt auf Milotic rein. Und das ist so das Ding mit Abomasnow. Abomasnow plus Alolan Sandslash covert sehr viel auf dem Team. Also die Sachen, die Alolan Sandslash nicht hitten kann, was Milotic ist. Und Giutesto, I guess, aber Giutesto hätte ich mit Abomasnow auch nicht, aber gegen Giutesto kann ich anders vorgehen. Also die eine Sache, die ich nicht hitten kann, in Form von Milotic, kann ich einfach Abomasnow wieder reindoublen. Ich habe Boots, das heißt, ich nehme keinen großen Schaden von Hazards, nämlich gar keinen sogar. Und ich kann Aurora Veilen, ich kann Giga Drain. Giga Drain plus Leafstorm im Hagel sollten so einen Fist-Death Milotic killen. Leider haben wir halt nicht so super viel Power hinter unserem Leafstorm, aber auf Leafstorm und Blizzard will er sein Team eigentlich nicht reinbringen. Also wirklich. Ich muss gerade mal kalken, wie viel Motors von Blizzard nimmt, aber es sollte viel sein. Dann muss er roosten.
sollte man vielleicht Earth Power noch irgendwo spielen. Aber nee, da habe ich ein bisschen zu viel Angst vor, tatsächlich. Ich mache gerade mal den Kalk, Bombe Snow. Wie viel machst du eigentlich mit Blizzard? So, Basilikos versus ein... Huch, das ist ja... Das ist ja noch ein ganz anderes Set. Ich importiere das gerade mal eben wieder. Huch. Stimmt, weil ich habe ja auch einen anderen Kalk die ganze Zeit benutzt. Einen anderen Kalk, anderes Kalkfenster. So, jetzt machen wir das nochmal hier. Ah, Bomber Snow. Basilikos, das ist der richtige. So, gegen ein Mochase. Ich weiß natürlich nicht genau, was er für Mochase-Set spielt. Ich nehme einfach mal irgendwie so ein Standard-Set. Blizzard macht auf jeden Fall 50%, wenn er nicht HP-invested ist oder so ein bisschen. Ab wie viel HP-Investment kriege ich kein Two-Hit-KO mit Blizzard mehr? Ab 144 und da immer noch mit Hail, also... Wenn er den reinholt auf Bomber Snow, muss er eigentlich für einen Juice gehen und ich kriege einen Safe-Switch in irgendwas. Oder er hat gar keinen Juice. Oder er greift an und ich kann auch was einwechseln. mal gucken. Ich kann mit der Bomber Snow auf jeden Fall was machen. Selbst wenn der Bomber Snow nichts tut, kann ich immer noch Aurora Veil rausholen und damit mein restliches Team ein bisschen supporten. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Speed-technisch sind wir auf 212 Speed. Max Speed Crawdown, Adamant Max Speed Crawdown geht auf 209 Speed. Deswegen rechne ich damit, dass er Milotic auf jeden Fall auf 210 Speed haben wird, weil das ist kaum Investment für ihn. Und um dann schneller zu sein als Milotic, habe ich nochmal einen drauf getan. Dann hatte ich 330 HP. Das ist, glaube ich, auch nicht durch 4 teilbar. Also in der Theorie hätte ich es da lassen können. Aber ich fand es halt einfach nicht schön. Und dann habe ich mir gedacht, komm, einen Punkt mehr kannst du noch mitnehmen. Why not? Ein Punkt Speed. Hilft mir auch gegen potenzielle Speed Creeps. Also 330 ist nicht durch 4 teilbar. Nee. Macht gar keinen Sinn. Warum sollte 330 durch 4 teilbar sein? Ist es nicht, aber... Hey. Passt schon. Für den Fall, dass wir genockt werden halt, ne? Er hat ein paar Knocker. Stimmt auch gar nicht. Der hat eigentlich... Eigentlich hat er einen Weavile und Pipi. Na, ist egal. Ich bleib jetzt auf dem Speedstat. Ich bleib auf dem Speedstat. Der eine HP wird mir hoffentlich nicht das Genick brechen. Wenn er mir das Genick brecht, dann, ja, clip diesen Ausschnitt. Es gibt ja eine Clip-Funktion mittlerweile auf YouTube. Und dann sehe ich doof aus. Genau. Also. Bomber Snow. Weiter geht es mit... Alolan Sandslash. Mit dem Life Orb und keinem Swords Dance, da ich sehe irgendwo nicht, wie ich den Swords Dance gegen das Team rausbekommen soll. Irgendwie, wenn ich nicht angreife, sterbe ich. Oder es kommt Milotic rein, wenn er wechselt. Und wenn Milotic reinkommt, dann mache ich eh nichts. Von daher habe ich mich dazu entschieden, Spikes auf dem letzten Slot zu spielen. Ich nehme jetzt den Rapid Spin wieder runter, weil ich habe doch ein bisschen Angst vor Pipi tatsächlich. So, und ich habe eh Boots auf Basilikos. Das wird schon irgendwie. Ist ein bisschen schade, aber wird schon irgendwie. So, also. Wir haben Triple Axel. Triple Axel ist unser, Ice Stab. Cooler Nebeneffekt von Triple Axel ist, weil es ein Multi-Hit-Move ist, kannst du den auch nicht mal eben mit einer Antibeere deleten. Du schwächst damit den ersten super schwachen Hit, den ersten Base 20er Hit schwächst du damit ab und die anderen beiden gehen voll durch. Also, nice. Vorausgesetzt man trifft, aber davon gehen wir jetzt mal aus. Ist auch ein bisschen unangenehm gegen Lavados, weil dann müssen wir mal den dreimal anfassen, werden geburnt. Deswegen hoffen wir, dass wir in diese Situation nicht kommen, haben extra den Jogslide, der nimmt das Lavados einfach aus dem Leben. Wir sind schnell genug für, das sollte Scarf Mesprit sein, den wir hier outspeeden, genau. Ich wollte erst auf Scarf PZ gehen, aber für Scarf PZ hätte ich Jolly gehen müssen und da habe ich mir gedacht, Leute, nö, ich gehe Adamant, ich habe nur Base und Attack, ich brauche jede Power, die ich kriegen kann. Und auf dem letzten Slot habe ich dann Spikes geworfen. Denn solange das Milotic noch da ist, ne? Solange das Milotic noch da ist, kann ich halt mit Sandslash nicht breaken. Aber ich kann Sandslash reinholen gegen, keine Ahnung, irgendwie ein Lectragon oder so. Unangenehm, vielleicht gegen irgendwas anderes. Ich kann Sandslash reinholen. Und, im Hagel. Und, dann ihn dazu forcen, auf Milotic zu gehen und in dem Turn einen Spike legen. Dann wieder Basilikos reinholen, sowas halt. Ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist, dass wir da zu der Situation kommen, aber Swords Dance auf dem letzten Slot ist mega useless. Rapid Spin sehe ich mich auch. Rapid Spin habe ich halt drauf getan, weil ich dachte, Iron Head brauche ich nicht. Ne? Weil irgendwie hitte ich damit gar nichts besser. Pipi macht mir jetzt auch ein bisschen Angst, deswegen habe ich nochmal Iron Head drauf getan. Rapid Spin wäre halt ganz cool gewesen, dann hätte ich halt gegen irgendwas spinnen können und dann wäre ich schneller gewesen als Lavados, Poesie und sowas. Wäre ganz cool gewesen, aber machst du nichts. So, das ist eigentlich schon Sandslash. Weiter geht's mit Lando, mit der Assault Vest. Dieses Lando kommt immer auf Lectragon rein, außer, glaube ich, auf Outrage. Aber auf Outrage drücken wäre schon
Wäre schon crazy risky von ihm. Ich habe 3 Steel-Types, die ihn dann alle umbringen, wenn er gelockt ist. Also, auf alles andere komme ich mit Lando rein mit der Assault Vest. Jayco ist kein Tool-KO, ist alles easy. Und dann habe ich mit Sand Force Earth Power im Sand eine Möglichkeit, einfach umzuboxen. Ich nehme auch keinen Sandschaden. Hab mit U-Turn eine Möglichkeit, Momentum rauszuholen. Stone Edge habe ich extra nur für Lavados. Kann ich auch Minus Attack sein, ich kill den trotzdem. Und dann habe ich noch Grass Knot, weil das macht nochmal ein bisschen mehr Schaden als Earth Power gegen Hippo und kann den potenziell einfach mal eben Tuit KO'en. Ne? Kann ich einfach mal sagen, hey, Lando, ich will nicht. Ich will nicht, Lando. Und dann denkt Lando so, ja, scheiße. Dann halt nicht. Und dann ist Lando, dann Hippo meine ich. Hippo, ich will nicht. Und dann ist Hippo halt weg, wenn ich den Earth Power. Nicht Earth Power, Grass Knotte, meine Fresse. Ich bin voll dabei gerade. Ich mache den Kalt gerade nochmal. Landris gegen Hippowdon. Einfach damit ich euch mal sagen kann, wie viel das genau ist. Es sollte 50% machen. So, gegen speziell Defensives mache ich auf jeden Fall 50%. Genau. Und wenn er jetzt Fizz-Death sein sollte, zack, dann mache ich 75. Er könnte gegen mein Team beides sein. Also physisch defensiv macht irgendwo Sinn gegen halt Lando, Koba und sowas, ne? Vor allem gegen Koba. Aber er könnte auch speziell defensiv sein, wenn er sich denkt, Alter, ich möchte gerne der Heatran-Switch-In sein. Er hat halt auch Milotic, also ich muss das erst scouten, ich kann es nicht genau sagen. Grassnot Lando wird auf jeden Fall sehr viel Schaden gegen Fizz-Death Hippo machen. Also der kommt nicht auf Earth Power oder Grassnot rein, der died einfach. Der died einfach und das wäre ziemlich cool, wenn Lando einfach Grassnot gegen so ein Hippo drückt und der died. Würde ich mich schon drüber freuen. Also Leute, Grassnot, der ist es einfach. Investmenttechnisch, ich habe genug Spedef draufgetan, damit wir halt die Dracos von dem Electragon gut taken können. Und das soll auch schon reichen an Investment. Wir kommen auch auf Lavados rein übrigens. Non-Damage-Boosting-Item Lavados kann uns nicht Tool KO'en. Also die Assault Vest hilft hier auf jeden Fall. Wir kommen halt auch über 300 Spedef. Also es ist schon ein solider Spedef-Stat, den wir haben mit der Assault Vest. Damit kann man arbeiten. Weiter geht es mit Kobalium, mit der Sugar Berry. Die Sugar Berry hat den coolen Nebeneffekt, dass Stalobor mich halt einfach nicht hitten kann, solange ich die Sugar Berry habe. Ich habe Stealth Rocks auf dem Ding drauf. Das ist unser Rock-Setter. Vielleicht komme ich mal mit dem dazu, die Rocks zu legen. Ich habe ein paar Gelegenheiten, ein paar Monster, die ich rausforcen kann, um dann Rocks zu legen. Wir haben Sword Stance mit Close Combat und Stone Edge trifft eigentlich alles. Ich musste gerade mal gucken, wie viel plus 2 Close Combat gegen Milotic macht. Cobalion. Mercurius gegen Milotic. Ich rechne halt eigentlich nicht mit viel Schaden. Ich rechne mit einem knappen 2-Hit-KO vielleicht. Gegen so einen Fizz-Death Milotic. Auf plus 2. So. 64%. Hey, das ist solide. Stone Edge haben wir einfach, damit wir das Lavados aus dem Leben nehmen können. Ich möchte gerne auf allen meinen Monstern, die schneller sein können, als Lavados ein Stone Edge haben, um das Ding einfach wegzuzwiebeln. Weil wenn es reinkommt, muss ich halt irgendwie immer was reinbringen. Und das will ich eigentlich nicht. Vor allem, wenn der U-Turn hat und das ist alles annoying. Und wenn ich den einfach wegzwiebeln kann, ist halt besser. Genau, speedtechnisch sind auf 308. Das ist der nächstbeste Speedset, den wir nehmen können, um schneller zu sein als die 306er. Das sind Porygon Z und Lavados. Das nächstschnellste Mon ist dann halt schon Snibunna. Also wir sind quasi das schnellste Mon auf dem Feld, abgesehen von Snibunna. Da bin ich ganz gern dabei, außer halt, wir sind im Sand, dann ist Staloborn, Lectragon schneller, vielleicht hat er einen Scarf-Staloborn, mal gucken. Müssen wir abschätzen, aber Staloborn, wie gesagt, taken wir. Wir taken auch von Fullman einen Hit von Snibunna. Ich müsste auch hier den Kai gerade mal machen. Weavile, oh you choice band. So, Lowkick, ja, leben wir von Full. Choice Band Low Kick. Hoffen wir mal nicht, dass er Choice Band ist. Wenn er nicht Choice Band sein sollte, wenn der jetzt einfach irgendwie, keine Ahnung, Boots ist oder so, dann macht der Low Kick auch schon entsprechend weniger. So, da machen wir noch 65% Max. Und vielleicht können wir da nochmal was mitnehmen. Wir müssen halt aufpassen mit unseren Death Drops, die wir durch Close Combat auf jeden Fall kriegen werden. Ne? Aber wir stehen mit Cobalion erstmal gut da und da kann man sich drüber freuen. Weiter geht es. Weiter geht es dann. Mit Tapu Bulu. Tapu Bulu hat hier die Aufgabe des Choice Scarf Revenge Killers. Ist schneller als Snibunna. Das ist der Speedstat, auf den ich gegangen bin mit Tapu Bulu. Können den Woodhammern, können Stone Edgen für Lavados. Wir können Close Combaten und mal sowas wie PZ oder Stalobor einfach aus dem Leben jeeten. Und auf dem letzten Slot habe ich Fassade. Ich habe den letzten Slot nicht wirklich gebraucht. Und der letzte Slot denke ich mir halt so, yo. Wenn ich das Mokrus anfassen sollte und der burnt mich, dann ist Fassade gegen die meisten Sachen halt einfach das Stärkste, was ich drücken kann. Der macht dann immer auch gut Schaden gegen Vesprit. Und deswegen nehme ich aber Fassade auf dem letzten Slot. Komm, wenn ich geburnt werde, dann habe ich halt eine Fassade. Das ist besser als nichts. Dann habe ich nicht direkt einen toten Slot. Da bin ich doch dabei. Und deswegen habe ich Fassade auf dem letzten Slot. Und das ist es eigentlich auch schon.
Es ist sehr simpel. Als nächstes geht es dann halt weiter mit Heatran. Heatran ist dabei, einfach nur für Lavados. Wäre Lavados nicht hier, hätte ich Heatran nicht mitgebracht. Aber ich muss. Ich muss leider. Es ist sehr schade. Wir taken aber auch mal einen Hit von PZ. Das ist auch ganz cool. Weavile kann uns auch nicht einfach umboxen. Auch hier mache ich gerade mal den Kalk gegen Weavile mit meinem Heatran, wie es hier der Low-Kick denn machen würde. Heatran. Der spielt jetzt safe Low-Kick. 76 von Boots. Also schon ordentlich, schon ordentlich. Aber kein One-Hit-KO außer als Choice Band. Maybe killed Life Orb. Ja. Life Orb auch nicht von Full. Life Orb auch nicht von Full. Aber nach Hail Chip. Wir nehmen immerhin keinen Sand Chip. Das ist etwas. So. Oder wenn wir halt von Lavados gechippt werden, dann sterben wir auch zu Life Orb Low Kick. Wichtiger aber, er könnte auch einfach Adamant gehen. Sind wir mal ganz ehrlich. Er könnte auch einfach Adamant gehen mit Weavile. Der geht halt auch einfach Adamant mit Weavile. Was laber ich eigentlich? Klar geht der Adamant mit Weavile. Und dann macht er um Boots mehr Schaden. So. Aber er killt nicht von Full. Er killt halt nicht von Full. So. Wichtig ist hier auch, ich habe auch hier wieder ein bisschen Speed für Milotic drauf, für den Fall, dass wir den mal taunten müssen. Bin Max Special Attack, damit die Overheat richtig schön reinzieht gegen Hippo. Hab dann Stone Edge. Das killt zwar von Full kein Lavados, wenn wir Minus Attack sind, aber es macht 70%. Es macht halt 70%. Also, das ist ein Schaden, mit dem ich arbeiten kann. 77 oder so waren es, glaube ich, sogar. Also, genug. Es macht genug. Und dann habe ich noch 4 auf Spedef getan. Das sorgt dafür, dass unser Spedef-Stat 1 Punkt höher ist als der Dev-Stat. Und das sorgt dafür, dass Porygon Z keinen Special Attack Boost durch Download gegen uns bekommen kann. Sondern halt nur einen Attack Boost und da hat er nichts von. Da hat er nichts von. Was unsere Moves angeht, ich habe halt Overheat und Flamethrower, weil es gibt halt so Situationen, da möchte ich halt ungern eine Overheat drücken oder eine Overheat missen. Gegen sowas wie Moruda oder gegen sowas wie Snibunna. Da würde ich dann gerne einfach Flamethrower hitten. Taunt ist halt ganz cool. Wir haben halt einen Air Balloon. Das heißt nämlich, wir kommen auf Hippo rein. Hippo müsste uns irgendwie Stone Edge oder Superpower oder sowas, um uns zu hitten. Also wir kommen halt auf Hippo rein. Ich werde wahrscheinlich mit Heatran leaden. Das kann nämlich entweder Hippo Jocks verhindern, Hippo einfach taunten, oder ich kann halt Vesprit overheaten, Turn 1. Der wird halt auf jeden Fall gegen Jocks legen, aber ich kriege halt super viel Schaden damit direkt auf Vesprit drauf. Und das wäre mir schon mal wichtig. Mit Taunt könnte ich sowas wie PP auch 1v1. Bei Seismic Toss, wenn er halt immer wieder auswechselt, dann aufs Tor auftaunt, dann würde PP tatsächlich gegen Heatran gewinnen. Da komme ich dann nicht drum rum. Was halt ein bisschen schade ist, erstmal Air Balloon verhindert erstmal, dass wir Grassy Terrain Recovery bekommen. Ist ein bisschen schade, aber sobald er gepoppt ist und der wird auf jeden Fall poppen gegen Lavados, ja, sind wir dann safe. Vielleicht kriegen wir es aber hin, weil guckt euch mein Team an. Er hat eigentlich, wenn ich nicht Flash Fire Heatran wäre, hat er nie den Grund, den Flying Move, also Hurricane, über Flamethrower zu drücken gegen mein Team mit Moltres. Und dann könnte ich mit Flash Fire reinkommen, mit einem Fire Boost abholen und dann immer noch, mein Balloon haben. Oder er misst einfach Hurricane. Vielleicht geht auch einfach für U-Turn, weil es ein guter Play ist. Mal gucken. Mal gucken. Heatran ist aber halt wirklich nur für Lavados dabei. Gucken wir mal, wie wir mit dem Ding klarkommen. Ich habe halt echt Angst vor Weavile, Leute. Ich habe halt echt Angst vor Weavile. Ich kann ihn mit Gradivus halt Revenge killen, aber ich darf halt auch nicht zu low gehen, weil sonst Eisschadet er mich. Ich nehme so 70 von Eisschad. Da muss ich echt ein bisschen aufpassen. Aber in der Theorie kann Tapu Bolin halt Revenge killen. Mit Close Combat. Meinetwegen auch mit Stone Edge. Müssen wir halt mal gucken. Ich glaube, ich werde halt erstmal ein bisschen Stone Edge drücken müssen. Einfach, damit ich Lavados-Switches covern kann. Aber wenn Lavados weg ist, kann ich eigentlich immer Close Combaten. Vor Moruda habe ich da jetzt nicht so viel Angst. Und es geht mir primär darum, nicht geburnt zu werden. Genau. Also, es wird ein schwieriges Matchup. Pock meint selber, er hat noch nie so ein schlechtes Matchup für sich gesehen. Aber ich glaube, er hat einfach noch nie Weavile gesehen. Was mache ich denn gegen den? Das Ding mit Weavile ist halt, Triple Axel blockt, dass ich eine Yachi benutzen kann gegen den, um mal einen Hit zu leben. Ich kann auf Kobalium über einer Schuka natürlich eine Choppel spielen. Könnte ich machen. Klar könnte ich das machen. Aber was bringe ich denn dann auf Excadrill rein? Was bringe ich denn auf Excadrill rein? Wen denn? Hä? Sag mal bitte. Was mache ich denn dann? Das ist alles ein bisschen unangenehm. Es ist alles. Ich kann Heatran reinbringen. Solange der noch einen Airballoon hat, kann ich Heatran reinbringen. Aber vielleicht ist es die Choppel ja wirklich. Vielleicht ist es die ja. Man weiß es nicht so genau. Soll ich mal eine Choppel drauf tun, Leute? Damit ich nicht von Weavile hops genommen werde. Weil Weavile nimmt mich hops. Weavile nimmt mich einfach hops. Spiel mal eine Choppel. Wenn ich jetzt gegen Exca verliere, seid ihr schuld, ne? Weil ihr mich davon überzeugt habt, dass ich eine Choppel spielen soll. Aber Weavile ist halt einfach eine Katastrophe.
Weavile ist zu schnell und Weavile ist zu stark. Ich kann doch nicht mal eine Anti-Unlichtbeere irgendwie bringen. Also auf dem Team sowieso nicht, aber ich hatte erst eine andere Team-Variante gebaut. Hier, die hier. Da hatte ich auch einen Crowder mit der Soul Vest drauf. Ganz wilde Sache. Ich kann ja nicht mal eine Cobra bringen. Habe ich hier probiert, aber ist mir eingefallen. Hey, der spielt immer Prügler. Und dann geht er durch die Cobra durch. Das ist ja cool, ne? Und es ist ja nicht mal so, als wäre der Prügler schwach bei dem. Guckt euch mal die Attack-Stats an. Da ist ein Exca, da ist ein Hippo, da ist ein Electragon. Das ist gar nicht mal so wenig, dass da ankommt. Es ist alles scheiße. Es ist alles einfach scheiße. Weavile ist einfach die Hölle. Wir spielen heute auf jeden Fall. Ihr könnt euch dann morgen den Kampf angucken. Wir sehen uns dann da. Bis dann. Ciao.